Die macht gerade so ein bisschen Fahrzeugkontrolle. Die kontrolliert jetzt einmal Führerschein und Papiere bei jedem. Und wer dann alles dabei hat, der darf dann natürlich weiterfahren. Züchten möchte und da ist dann das Tartan raus entstanden und das Ganze ist auch nur optisch der Fall. Der Charakter ist halt von unseren Pferden. Wir können mit dem Ganzen einiges an Nachwuchs bekommen. Wer gleich ganz genau hinschaut, der müsste jetzt gleich ganz, ganz viele kleine Rehkitze erkennen können. Und diese Braun, was so den Nachwuchs angeht, insgesamt haben wir 8 kleine Waffenkälber. Die Schwester, das ist Püftchen, die ist gleich so ein bisschen weiter hinten in der Anlage. Ja, und dieser kleine Amulio-Geschwisterpärchen, jetzt wie in dem Fall, die kann man durchaus zusammen in eine Anlage. Die nächsten Verwandten von den Tapiren sind die Nashörner unter. Normalerweise sind Streifenhyänen eher so nachtaktive Tiere. Das heißt, tagsüber graben sie sich ganz gerne in so kleinere Kuhlen ein. Und erst wenn die Dämmerung einsetzt, dann erst werden diese Tiere. Kilometer schnell laufen und dabei hört man die noch nicht mal trappeln. Die laufen wirklich ganz, ganz leise und ehe man sich versieht, hat man so ein Nashorn hinter sich stehen. Das liegt nämlich daran, dass die sogenannten